Ja, Leute, ein wundervolles und herzliches Willkommen endlich zu der neuen, oder besser gesagt zum Ende der Formel 1 2019 Saison. Willkommen hier aus Brasilien, aus Interlagos. Eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ja, wechselnde Strecke, weil hier gibt es viele Kurven, viele Geraden, viel Highspeed, aber auch manche Kurven, die langsam sind. Also eine Strecke, die sehr, sehr, sehr wechselhaft ist, überhaupt im Regen, dass wir hier gerade... hat nicht ganz gereicht, würde ich mal sagen. Weil die bringen uns auf P14, wir bekommen sogar noch eine 5 Plätze. Nein, ich glaube, nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, die bekommen die nicht. Die haben das letzte Mal bekommen. Aber. Ich kann, by the way, gerne mal ein kostenloses Double da lassen. Und wir haben hier schon mal eine Verbesserung von einer knappen Zehntel. Ist schon schön. Und hier geht es rauf den Berg hier hinauf. Da. Die Strecke liegt in unserem Auto eigentlich, ja, im Trockenen sehr gut, im Nassen eher nicht so gut. Also würde ich mal sagen, wir müssen uns da irgendwie rantasten und vor allem müssen wir eine viel bessere Zeit fahren, weil P15 ist absolut nicht das, was reicht. Das Problem wiederum ist, ich habe die Trockensetup eingestellt, weil das Rennen auf Trocken ist und im Wetterbericht wurde mir angezeigt, dass es Regen, Regen, Regen und dann wird es irgendwann trocken. Zum Schluss, das ist die Schlussphase und das wird nicht mehr trocken. Hat nicht ganz gestimmt, der Wetterbericht. Und ja, hier war eine kleine Cut, sorry Leute. Wir haben ja über eine Sekunde hier im Moment. Also das gibt eine fette Verbesserung, würde ich mal sagen. P1 wird es auf jeden Fall nicht. Also wir sind da, glaube ich, knappe 2 Sekunden weg. Und für P1 wäre es dann doch ein bisschen zu gut. Wir hatten auch im letzten Sektor noch einen Fehler drin. Und was es schlussendlich wird, schauen wir uns jetzt in der Startaufstellung an. Schönstes, sonnigstes Wetter heute in Brasilien. Und das gibt uns natürlich Aufschwung. Für Hamilton auch natürlich in die Weltmeisterschaft wieder. Hamilton vor Verstappen und er startet wieder von ganz vorne. Leider. Butler vor Sainz, Albon vor Leclerc, Perez vor Stroll. Und hier sind dann wir mit einer Strafe doch. Also wir sind Vierter geworden. Vettel hinter uns mit einer Strafe. Norris, Bottas wieder mit einer Strafe. Russell deswegen noch vorgerutscht. Hülkenberg, Grosjean, Ricciardo. Kimi nur auf 17, Magnussen und ganz hinten wieder mit einer Strafe. Gasly vor Weber. Also Weber hat auch oft Strafen, würde ich mal sagen. Schade für ihn natürlich, aber natürlich auch, ich meine, die Strafen müssen wir alle mal einbüßen. Strategie wird natürlich sein, eine Endstop, hoffentlich können wir die durchziehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das durchfahren können, aber die Reifen haben ja keinen schlimmen Verschleiß. Und deswegen denke ich mir, wir kommen da, glaube ich, gut durch mit einer Endstop-Strategie. Schlussendlich wird sich alles im Rennen entscheiden. Wir brauchen das Maximum an und sind da, also das war auch schon fast so eingeteilt. Sonst kommen wir nicht mal um die Distanz herum, weil es sind viele Runden hier, weil eine Runde ja sehr kurz ist und eigentlich in vielen, vielen Sachen mal Vollspeed fährt. Ich hätte mal gesagt, wir fahren eine Zwei-Stop-Strategie, aber vielleicht, wenn die Reifen bis wirklich Runde 13, 14 durchhalten könnten, dann könnten wir vielleicht mit den weißen, ja, respektiv mit den gelben sogar durchfahren. Wird eine riskante Strategie, aber wir müssen alles riskieren für den Weltmeistertitel. Und vor allem alles riskieren müssen wir beim Start. Die 5 Runden Lichter, sie gehen aus. Und wo werden wir uns nach? Oh mein Gott, der Start war wieder miserabel. Jetzt sind wir einmal quer rüber. Kommt da gut voran. Auch eine leichte Berührung mit Perez, aber das ist alles im Bereich. Sind auch gut durchgekommen und das ist sehr schön. Wir sind P7, haben jetzt sogar einen Platz gut gemacht. Und hier an Carlos Sainz, Bruder, lass, pass auf. Und hier kommen wir sogar noch an Leclerc vorbei. Das ist auch ein bisschen rausgekommen, aber das ist alles noch im Rahmen. So, wir sind jetzt schon Fünfter. Aber 5 Plätze zu viel für den Weltmeistertitel. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach vor, um einigermaßen noch in der Weltmeisterschaft mitreden zu können. Okay, das war schon mal nicht so gut. Ich hoffe natürlich, Leclerc macht uns da jetzt keinen Strich durch die Rechnung. Wir probieren es da jetzt gleich an jeder Kurve. Aber die gute Nachricht auf jeden Fall ist, Hamilton kommt da auch nicht so schnell gleich weg wie die anderen alle. Verstappen bleibt ihn da nah dran und wir bleiben auch nah an den ersten 4 dran. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für den Titel auf jeden Fall und vor allem mal für Punkte. Aber alles bevor der Titel losgeht, müssen wir natürlich mal die 3 vor uns überholen, dass wir gegen Hamilton fighten können. Schaut gut aus, bekommen wir im Windschatten sehr gut an Albon dran. Und das noch ohne DS, bitte. Und es geht sich noch nicht aus, ist klar. Aber wir schauen uns mal die Startsequenz an.
Ja, Hauptstart. Ja, der Start an sich war schlecht, die erste Kurve war perfekt. Also wirklich, besseres Loch hätte ich nicht finden können. Und ja, man sieht es auch, ich werde hier überholt. Zieh dann nach innen. Und das war auch, ich habe da nur eine leichte Rad-an-Rad-Berührung mit Perez. Und das war echt die perfekte. Die bin auch gut aus dem Sennes rausgekommen und konnte da richtig angreifen. Ja, dann hat Sainz probiert, da Verstappen aus dem, Albon, nein, wer sind das? Ja, aus dem Windschatten zu überholen. Und das ist natürlich, wollte er rausfahren und hat uns so fast abgeschossen. Da habe ich nochmal geschwenkt. Und unser Teamkollege hatte einen, ja, nicht die besten Karten für den Start. Dreifach nebeneinander im Sennes, das ist nie gut. Und dann sieht es auch vorne, ja, der eine, der, ich denke mal, das war Magnussen, hat da irgendwie Hülkenberg abgedrängt. Die haben sich fast beide gedreht und könnte Kimi hier der lachende Dritte sein? Nein, kann er nicht. Nein, leider nicht. Kimi hat da wieder einmal nicht her dazu. So, eine Runde, oder besser gesagt, ein paar Kurven später hier rauf den Berg. Wagen wir es zack rein, aber voll auf Risiko. Wir müssen wagen und wir müssen auf jeden Fall auch dranbleiben an der Spitze. Und das ist jetzt schon ein größeres Loch zu Butler. Verstappen könnte uns natürlich heute helfen und uns da so ein bisschen Rückendeckung geben, wenn er im Schlagdistanz Hamilton überholen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das schafft. Es wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn er da ein bisschen Hamilton massakriert. Aber wir gehen hier mal und Butler richtig langsam, also wirklich, wir kommen da ohne DS schön dran, Hamilton schnell zur Rennrunde, aber wir zack, aus dem Windschatten, Lille im letzten Sektor und hier nebeneinander in Sennes, hier habe ich die schlechteren Karten, aber beim Ausbeschleunigen sollte ich ihn haben, Leute, wir sind jetzt P3 von 9 gestartet, also wir haben jetzt schon mal eine richtig, richtig gute Startphase hinter uns, eine 6 Plätze. Also das lässt sich sehen und hier haben wir nochmal die Überholungen oder die Überholmanöver in der Schnellsequenz. Schön überholt, ein bisschen riskant, aber dann doch sehr gut von außen. Sorry, dass es ein bisschen laggt, ich habe es verschnellert, aber richtig gut und fair vor allem. Ich bin jetzt nicht reingestochen oder so. Alles fair. Wir sind in Runde Nummer 14, also ich habe da einen riesen Sprung gemacht und alle, oder besser gesagt, Hamilton ist in der Box, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Aber jetzt beginnt die spannende Phase des Rennens, weil wir werden wahrscheinlich nur Ein-Stop-Strategie fahren. Wie vorhin gesagt, weil die Reifen halten einfach 15 Runden jetzt schon. Die 15. Runde fahren wir jetzt schon mit diesen Reifen. Und die haben, glaube ich, knappe 40%. Also, Alter, was ist mit den Reifen hier in Brasilien los? Wir fahren so reifenschonend. Oder besser gesagt, das Auto fährt hier so reifenschonend, das ist echt gut und wir fahren auch mit Pace technisch, kommen wir immer ein paar Zehntel jetzt an Verstappen dran. Wir sind von der Pace richtig schnell, 20 Runden, also, nein, das sind nicht mehr 20, 19 Runden sind es noch. Interessant, jetzt wechseln wir auf Gelb oder doch auf Weiß. Ich denke mal, die Gelben werden wahrscheinlich nicht 20 Runden durchhalten, die Weißen werden zu langsam sein. Es ist ein bisschen ein, ja, Blackjack heute, so ein bisschen Roulette, nehmen wir die falschen Reifen, wird wahrscheinlich der WM-Titel futsch sein, weil es gibt ja nur noch die zwei Rennen, dieses Rennen und das Abu Dhabi-Rennen, wir müssen heute siegen. Verstappen ist in der vorigen Runde, oder ist jetzt in die Box gefahren, wir auch mit richtig viel Gas, habt da richtig Zeit gut gemacht auf Verstappen und jetzt waren die Reifen schon zum Schluss durch und ich habe mich für die Weißen entschieden, obwohl es Runde 17 schon wäre, hätte ich die Gelben auch nehmen können. Verstappen entscheidet sich für die Gelben, wir für die Weißen, Hamilton hat auch die Gelben, die Weißen, aber wiederum Hamilton ist ja eine Runde oder zwei, drei Runden früher reingekommen. Hamilton hat uns beide jetzt überholt, jetzt im Moment hat uns, oh mein Gott, fetter Quersteher, ja. Er hat uns beide überholt am Rausbeschleunigen beim Senna. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir oder denke ich mir, es war eine scheiß Entscheidung, die Weißen zu nehmen oder die Weißen genommen zu haben. Es ist blöd, so wie es gelaufen ist, aber ja, ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung war. Ich würde mal sagen, abwarten und Tee trinken, wir können nur das Beste rausholen. Einer ist da noch vor uns, also vor mir und Verstappen und Hamilton, also ich weiß nicht genau, wer da in der Box ist. Ah, in der Box natürlich, da vor uns ist, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, ich weiß es echt nicht. Müssen wir uns natürlich alles später noch anschauen, aber ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt jetzt nicht Verstappen die bessere Entscheidung getroffen hat. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das gut geht. Die Reifen werden auf jeden Fall durchhalten und ich hoffe natürlich, dass wir so eine anständige Pace haben, wobei jetzt ist Verstappen schon mal eine halbe Sekunde schneller gefahren.
nur in diesen paar Kurven nach dem Boxenstopp. Ja, war das die gute Entscheidung? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so findet. Und lasst doch gerne kostenlos Abo da. Es ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Rennen heute. Es geht viel, viel über Strategie, aber natürlich, oh mein Gott, das war ja ein bisschen regelwidrig. Aber es war erst der erste oder der zweite Abkürzer hier. Weil die Reifen natürlich noch nicht ganz auf Temperatur sind, lässt sich auch schwer einlenken. Aber wir fahren lila im ersten Sektor. Das zeigt schon mal, dass die Reifen gut sind und sind doch jetzt schon mal eine halbe Sekunde schneller gefahren. Ich habe vielleicht nur ein paar Kurven gebraucht, um da die Reifen noch mehr warm zu bekommen. Die Kurve rauf, da muss ich das Auto fast tragen, weil die Reifen, oder ja, die nicht gemacht sind für diese Temperaturen. Gut, aber ich meine, was soll's, wir müssen da vorbei. Der eine war jetzt in der Box, wir sind jetzt wieder die Top 3, haben leider mit dem Boxenstopp, ich habe so gut aufgeholt, wirklich, ich war unter 2 Sekunden an Verstappen dran und dann der Boxenstopp, die falschen Reifen. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwie da dran zu kommen, aber da müssen sich, denke ich mal, Verstappen und Hamilton so ein bisschen bekämpfen. Und wenn man da unten links mal schaut in die Minimap, die Strecke schaut einfach so geil aus, wirklich. Die schaut so geil aus. Vielleicht können wir uns hier mal den einen Ehrenpunkt holen. Nein, hat nicht ganz funktioniert. So eine Runde später oder ja, so ein paar Runden später. Hier probiert es jetzt wirklich Hamilton oder Verstappen Hamilton zu überholen und hat es auch geschafft. Hamilton will da ein bisschen kontern und das spielt uns natürlich richtig in die Karten, weil wir jetzt so ein bisschen aufholen können und drankommen. Und wir haben natürlich auch die frischesten Reifen, die besten Reifen, wenn da jetzt irgendwas passiert oder so. Puh, es wird wirklich spannend hier und das Spiel ist wirklich, das Rennen ist heute ein extrem spannendes Rennen. Wir können endlich mal wieder powertechnisch und auch speedtechnisch, wir sind jetzt dran. Wir sind jetzt dran an der Spitze oder an dem ersten zwei. Und ja, das Rennen heute, wir sind speedtechnisch richtig gut dran. Hier leichter Querschnitt leider. Aber Hamilton strauchelt so ein bisschen und uns geht es ja eigentlich nicht um Verstappen, sondern um Hamilton. Wir sind im DS-Fenster und ich weiß nicht, ob Hamilton da nah genug dran ist und hier nochmal alles riskieren. Und guter Exit ist wichtig. Ja, leichter Querschnitt, aber der war jetzt nicht so schlimm wie in den anderen Gruppen vorher. Können wir hier irgendwie Hamilton bedrohen? Können wir hier irgendwann Hamilton vorbeikommen? 10 Runden vor Schluss an diesem sehr, sehr spannenden Brasilien Grand Prix, der hoffentlich noch einiges ändern kann. So, hier alles riskieren in die erste Kurve rein. Es geht sehr hart und hier gibt es eine leichte Berührung. Aber wir sind vorbei. Wir sind an Hamilton vorbei. Ich glaube, es gab keine gröberen oder groberen Trümmer oder so. Und unsere Reifen haben jetzt schon 20%. Hamilton probiert ja nochmal den Konter, aber wir können ihn abwehren. So, gut. Zu diesem Zeitpunkt wären wir jetzt in der Weltmeisterschaft Erster. Was das bedeuten würde, ist natürlich phänomenal. Aber natürlich ist das Ziel, auch ein bisschen den Vorsprung rauszuholen. Und wir können auch die Pace von Verstappen halten. Und wären auch jetzt noch immer noch im DS-Fenster. Was natürlich zusätzlich bedeuten würde, 9 Punkte mehr als Hamilton. 9 fucking Punkte mehr als Hamilton. Und das wäre dann schon richtig, richtig high-end. Und auf das werden wir hinarbeiten. Wir sind leicht bisschen weiter weg als vorhin bei Hamilton. Aber haben hier einen besseren Exit und können da gut mitarbeiten. Und Hamilton hat jetzt schon 1,1 Sekunden Rückstand. Ja, wir fahren da auf so einer High-Quality-Pace. Und ich habe ja schon 20%, wenn der Hamilton... Und wir kommen, schauen wir mal, wie nah wir da drankommen. Einfach starten mit dem Windschatten, zack, hier rechts vorbei. Und hier kann er einfach nichts machen. Ich fahre da gleich beim Armbremsen in die Mitte, dass er ja nicht mehr kontern kann. Und das ist zu diesem Zeitpunkt der Führungswechsel. Wir sind erst in der Weltmeisterschaft. Schaut gerne auf Snapchat vorbei. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr da mal so ein bisschen vorbeischauen würdet. Tobi_2605. Schreibt mir gerne. Ne, addet mich gerne oder irgend sowas. Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist auf jeden Fall großartig. Virtual Safety Car. Es ist Valtteri Bottas. Leider ist er auch schon im Qualifying so ein bisschen gestruggelt und ausgeschieden. Aber schauen wir uns jetzt mal die Replays an. Und hier mal Hamilton. Wir sind hier reingestochen. Ja, hier ist ein Teil geflogen. Ich weiß nicht, ob das von Hamilton war oder ob das vielleicht diese Stange in der Mitte war. Also es ist nicht von ihm runtergefallen, aber auch nicht von mir. Gut, Gott sei Dank, ich habe ihn da nicht beschädigt. Und hier dieses wunderschöne aus dem Windschatten, der ist raus beschleunigen. Hier ein leichter Quersteher. Dann wären wir eigentlich optimal aus der Kurve rausgekommen. Was für ein Rennen, Leute. Was für ein fucking Rennen von 9 auf 1 hier in diesem silly, kranken Brasilien Grand Prix. Und hier probiert es Verstappen nochmal auf der Gegengeraden, aber kann nicht kontern. Gott sei Dank. 0,2 Sekunden ist er jetzt hinter uns. Und Hamilton nur auf 3 mit 2,9 Sekunden abgeschlagen.
Halleluja, Leute, wenn das wirklich gut geht, hätten wir 9 Punkte auf Hamilton aufgeholt oder ihn wieder in der Weltmeisterschaft überholt. Wir sind ja jetzt noch, ich glaube, ich 7 Punkte oder so hinten oder 6 oder so oder 5, ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns alles nachher an, aber was das bedeutet. Es ist grandios. Wir können hier wirklich nicht Weltmeister werden, natürlich nicht, weil Hamilton nicht ausfällt. Aber wir können hier auf jeden Fall ein fettes Statement setzen und auf jeden Fall hier fett abstarnen mit den Punkten, wenn Hamilton auf 3 bleibt. Und wie es aussieht, funktioniert das auch, weil seine Reifen vielleicht jetzt schon ein bisschen nachgeben, weil er ja doch knappe 4 Runden oder so früher reingekommen ist. Wird da auch gepusht haben, dass er uns natürlich wiederholt. Aber 4 Runden sind natürlich 4 Runden und meine Reifen sind Stand jetzt eigentlich in seiner Sicht erst 24 Runden. Wir haben hier die schnellste Rennrunde noch geholt. Das wäre ein zusätzlicher Punkt. Und hier nochmal kurz vor Schluss die Überrundung von unserem Ex-Teamkollegen Lukas Weber. Schade für ihn natürlich, weil wir ihn hier, ich habe es mal einblenden müssen, wir überrunden wirklich hier in Interlagos das erste Mal. Also wirklich, ich kann mich nicht erinnern. Oh mein Gott, fährt der Quersteher. Und da kommt er gleich wieder dran, der Lukas. Natürlich, er will ja auch das DRS haben. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass wir jemals mal in einem Spiel hier jemanden überrundet hätten. Sondern hier mitten in der letzten Runde geht es noch einmal. Klappe 3,4 Sekunden, also Klappe 4 Sekunden, Klappe 3 Sekunden, über 3 Sekunden, okay? 3,4 Sekunden sind wir hier vor Verstappen. Hamilton noch die schnellste Rennrunde vom Tablett geklaut. Und es ist auf jeden Fall ein mega, mega bombastisches Rennen hier. Es ist besser, hätte es nicht laufen können. Vielleicht das überholt man immer nicht so aggressiv gegen Hamilton. Aber er hat es auch schon öfters bei uns so gemacht oder probiert. Und ich würde mal sagen, das ist einfach nur... Es ist der WM-Kampf und hier geht es wirklich um alles. Also wenn wir wirklich Weltmeister werden, wäre das hier ein echtes... Also das wäre hier mein wirklich Finalrennen. Wenn wir heute Weltmeister werden würden, würde ich sagen, bist du deppert, das ist ein richtig geiles Rennen. Und das wäre wirklich Weltmeisterschaft. Würdig. Und hier ist die Karrierefrage, die Jacket Flag. Wir gewinnen den großen Preis von Brasilien. Endlich mal wieder ein Rennen hier gewonnen. Nach den USA gleich wieder ein Sieg, Trumpf 4. Und da, der war echt wichtig, weil wenn wir hier nicht gewonnen hätten, hätten wir keine Chance mehr, also keine reelle Chance mehr auf den Titel gehabt. Wir hätten auf einen Ausfall oder auf eine schlechte Platzierung von Hamilton hoffen müssen. Und das in dieser Verfassung von ihm, also das hätten wir, da hätten wir wahrscheinlich, vergänglich. Da hätten wir wahrscheinlich ja blöd aus der Wäsche geschaut, weil das wäre wahrscheinlich eh nicht gegangen. Oder der hätte wahrscheinlich da eh nicht nachgegeben. Hückenberg wird 9. Und noch wichtiger für mich, wo ist unser Teamkollege? Aber vorher noch die Siegerehrung. Wir nehmen wieder teil und wir stehen wieder ganz oben, Leute. Nehmen uns Verstappen und nicht Hamilton. Was? Also auf der linken Seite. Was natürlich sehr, sehr gut ist für die Weltmeisterschaft. Und wir holen uns auch den einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Das ergibt 10 Punkte mehr. Das gibt 10 Punkte mehr als Hamilton. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig im WM-Kampf. Entschieden ist lange noch nichts. Entschieden wird erst nächstes Mal mit Facecam mit 50% Rennen aus Abu Dhabi. Seid wirklich gespannt. Es wird wirklich sehr, sehr interessant. Und natürlich danach geht es weiter mit der zweiten Season. Seid doch gerne auf Facebook vorbei. ITU ist da die Adresse. Und unser Teamkollege ist 8. in der Weltmeisterschaft. Und wir sind jetzt wirklich 4 Punkte vorne. Wir haben 4 Punkte, er war 14 Punkte vor uns und wir haben wirklich 4 Punkte schön Vorsprung. Und wenn wir wirklich vor ihnen ins Ziel kommen im nächsten Rennen, werden wir Weltmeister. Was sehr, sehr schwierig wird, wir haben es heute gemerkt. Lasst aber wirklich gerne kostenloses Abo dafür dieses wirklich mächtige Rennen. Für mich persönlich bin ich der Driver. Gute Arbeit auf der Strecke. Wenn man uns mal was klar zu sagen hat. Nun zu ein paar Fragen. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen Ihnen. Wie glauben Sie, wird die Sache enden? Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Ja, das war ein richtig gutes Rennen, ein richtig aktives Rennen und vor allem ein sehr, sehr spannendes und hoffentlich wichtiges Rennen für die Weltmeisterschaft. Wir haben natürlich in beiden Rivalitäten gewonnen, sind doch hier im Ruf sehr, sehr gut und Veterane sind wir auch ganz, ganz nah gekommen. Ich denke mal, im nächsten Rennen wird das nicht mehr so, so viel wachsen und wir müssen auch nichts mehr austauschen, nichts mehr oder so.
Wir können ja noch ein bisschen upgraden, haben nicht die meisten Punkte, aber doch ein paar Pünktchen haben wir noch. Ich meine, wir können die, glaube ich, nicht überschreiben. Ich bin mir sicher, im letzten ging es nicht, dass wir das überschreiben konnten. Aber vielleicht geht es um diesen. Aber Leute, was mal, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier noch ein bisschen im Chassis. Da waren wir eigentlich das ganze Jahr so bad. Wir sind wirklich schlechtestes Auto vom Chassis, vom Speed her. Zweites und zweites Team hinter Mercedes. Und da haben die trotzdem heute schlagen können, weil die Aerodynamik auch so mittelmäßig ist. Ich hoffe, heute das Video hat euch gefallen. Es war voller Action, voller Spaß und vor allem voller Spannung. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, besucht uns auch gerne auf Social Media, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Vor allem Instagram könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Aktiviert auch gerne die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden, dass sie auch sehen, wie ein geiles Rennen wir heute gefahren sind. 9 von 9 auf 1 in einem richtig, richtig spannenden Krimi hier in der Weltmeisterschaft. 4 Punkte vorne. Seid gespannt auf das Rennen am Freitag. Bis dann. Tschüss.